Ja, jetzt gibt es das dritte Derby, saisonübergreifend nacheinander. Ist das eine schöne Situation oder hätte man die gerne ein bisschen mehr verteilt? Ich hätte die schon gerne mehr verteilt gehabt. Also das auch für die Zuschauer, fürs Publikum wäre das, glaube ich, insgesamt ja auch attraktiver dann noch, dass man eben sagt, jetzt hatte man zum Ende der letzten Saison eben die Füchse gehabt und jetzt gleich am zweiten Spieltag wieder. Also so in der Mitte wäre bestimmt ja, interessanter gewesen. Das erste Heimspiel jetzt eben gegen die Füchse. Hätten Sie sich gerne einen leichteren Gegner ausgesucht, wenn Sie es hätten können? Es gibt keine leichten Gegner bei uns in der Liga. Also das muss man sagen. Füchse sind mit ihrer jetzt jungen Mannschaft, die aus der A-Jugend deutscher Meister geworden ist, sind sie ja schon ziemlich spielstark und auch gut dabei. Also spielen schon in der Vorbereitung sehr gut, haben gute Ergebnisse erzielt. Und ja, also es ist jeder Spieltag eben ja, eine erneute Herausforderung. Jetzt ging der Saisonauftakt gegen Oranienburg verloren. Was muss die Mannschaft besser machen, damit es gegen die Füchse reicht? Also wir können auf jeden Fall einiges anders machen und auch verbessern. Ich denke, dass wir in der Konsequenz eben arbeiten müssen und das werden wir dann auch am Freitag mit Sicherheit so präsentieren. Also Simon Herold hat einen herausragenden Tag gehabt, das muss man auch sagen. Also so viel Unmögliche gehalten, kam dann da zusammen. Aber wie gesagt, ein bisschen kleines Quäntchen mehr Konsequenz, dann wäre das auch das eine oder andere Tor am letzten Samstag schon gefallen. Aber die Mannschaft brennt auf jeden Fall auf das Derby gegen die Füchse. Auf jeden Fall, auch wieder.